Ja, das ist halt auch, ich meine, das Gunhandling von dem Tank ist halt auch eine absolute Frechheit, ne? Ja, dann vieles an dem Tank. Dann kannst du einfach die Leute teilweise, du schießt schon auf zwei Panzer dahinter und rammst zwei vorne weg. Aber sagen wir es mal so, wenn es mal im Haltebereich nicht so läuft, dann, wenn du in den Panzer einsteigst, dann hast du eigentlich immer ein Grinsen in der Fresse. Absolut. Ja. Und man erlebt halt schon lustige Sachen. Ja? Ja? Nee, erzähl. Nee. Was ich gemerkt habe, dass so Churchill 3s und KV-1 und was gibt's noch? So 5er Heavys, ne? Das sind teilweise übel die Endgegner. Da gibt's so, da habe ich ganz oft gehabt, die stürzen sich einfach auf dich drauf, wissen halt, dass sie einen Turm zu schießen haben oder haben übelst krasse Premium-Muni und jodeln dich praktisch einfach weg. Das habe ich richtig häufig gehabt. Ja, Churchill 3 ist halt auch so ein Stats-Padders Finest, ne? Das ist auch der übelste Balancing-Faktor für Nice Shot. Ja, das ist wirklich übelst der Balancing-Faktor für den Tank. Auch was schön. Die manchmal, weiß nicht, mit seiner anderthalb Sekunden Reload und der hat 180 Premium-Pen oder sowas, der hält halt einfach drauf auf dich. Ja, ja, und vor allem hat der halt auch eine übelst krasse DPM. Das Gunnerling ist auch nicht zu unsexy. Ja. Also ich bin dann irgendwann den Churchill 3 so aus dem Weg gegangen. Das war dann so, okay, der Gegner Churchill 3 darf die eine Seite farmen, ich farm dann die andere Seite. Und genau. Dann zum Schluss begegnet man sich und trägt es dann nochmal aus. Ganz genau, ja. So, such, kannst du mal klatschen. Ich hab gerade eben vorbeigeschossen. Aber Loti Experience ist immer mal wieder, ist eine sehr willkommene Abwechslung einfach, weil alles anders läuft. Ich finde Tier 6, also Tier 5 finde ich schon ein bisschen wild, aber bei Tier 6 muss ich ganz ehrlich sagen, ist es halt häufig so, dass sich die Leute tatsächlich irgendwie einfach mehr Mühe geben. Also man hat teilweise weniger, bei Tier 10 hast du halt häufig so dieses Gefühl, viele Leute denken, okay, ich bin jetzt ganz oben angekommen, ich bin jetzt unbesiegbar, ich bumse jetzt alle, jodeln dann rein. Und bei Tier 6 hast du halt noch, ja, die Leute haben zum Teil noch Respekt vor den Kanonen. Also man hat halt häufiger das Gefühl, dass sich da noch der ein oder andere Mühe gibt. Hab auch manchmal den Eindruck, dass die Leute die Panzer besser kennen. Vielleicht auch einfach, weil das Aufgebot überschaubarer ist. Wird halt eigentlich nur eine bestimmte Auswahl meist an Panzern gespielt. Also, die ist mir aufgefallen. Die Panzer, die auf Tier 5 und Tier 6 unterwegs sind, sind halt wahrscheinlich so 20% der gesamten Panzer, die verfügbar sind. Ja, und die meisten Panzer haben halt noch Weak Spots, ne? Also das ist halt nicht so wie auf Stufe 10, dass du da so viele Panzer dabei hast, wo die Leute einfach gar nicht wissen, wie sie gegen die fighten sollen, ne? Ja, man kann alles irgendwie gut bekämpfen oder zumindest aus dem Weg gehen oder irgendwas. Ja. Ich rück mal auf, Edo, das dauert mir zu lang. Oh, was? Ja, das ist schon echt nice. Ah, ich muss hier gleich mal. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe gar kein CVS hier drin. Ich muss hier gleich mal umbauen. Ja, wer braucht CVS, wenn man einen Proxy spotten kann? Richtig. Ach, der Zenlang spottet mich. Ich bin jetzt mal aufgegangen. Ich würde. Ja, genau. Ja, M41D steht da auch noch. Ach, lol, ich sehe ja gerade jetzt erst, wie viele Lights das denn eigentlich sind. Wow. Sag mal zu mir, was eigentlich an dem Panzer 5.4 das dämlichste überhaupt ist. So rein logisch ist, dass der Preferential Matchmaking hat. Ja gut, das haben sie ja irgendwann damals gemacht, weil den keiner gefahren ist, ne? Und dann, es hat auch irgendwie ja jahrelang keinen gejuckt, weil der Panzer gar nicht im Spiel war. Oder zumindest die, die ihn hatten, haben ihn vielleicht vergessen. Keine Ahnung. Ich meine, man hat es ja alleine daran gesehen, als er das erste Mal im Schwarzmarkt war. Ich habe den auch nur gekauft, weil es ein deutscher Panzer war. Ich konnte damit gar nichts anfangen. Und da sind ja, keine Ahnung, irgendwie 3.000, 4.000 Stück zurückgegangen. Also, jetzt mit dem Wissen würden sich, glaube ich, viele, oder haben sich dann viele in den Arsch gebissen, dass sie nicht zugeschlagen haben. Naja, WG ist ja großzügig und gibt immer mal wieder die Chance für einen, praktisch für eine Niere, das Ding zu erwerben.
Da ist WG-Kumpel, weißt du? Ja, das ist nett von denen. Oh, hast Panzer 5-4 verpasst. Hier. Du musst nur deine Seele an uns verkaufen. Okay, nice. Hit damage voice irgendwie. Genau, richtig. Dann darfst du den auch haben. Du musst in den Believer Club kommen. Aber einen habe ich jetzt auch noch übrig hier, den M10 RBFM. Der ist nicht ganz so schnell wie der 5-4er, ne? Aber der ist eigentlich genauso unfair. Die kranke Kanone mit der Sichtweite und alles. Mhm. Mit dem Tarnwärter. Und der hat manchmal auch mehr Panzerung, als man denkt, ey. Ja, ja, auf jeden Fall. Hast du den Churchill 3 schon gedreimarkt? Nee, du, den habe ich irgendwie nur einmal gespielt oder so. Muss ich auch mal machen, aber der ist ein bisschen langsamer. Wie traurig. Aber ich bin mal ganz kurz AFK, du machst es hier. Ja. Vanessa ist gerade nach Hause gekommen. Gleich wieder. So, Arti. Where are you? Yo, Flohzange. Vielen Dank für die 5 Monate. Dankeschön. Von Klaus Bern. Vielen Dank für die 27 Monate. Dankeschön. Vielen Dank. Das wird das. Dankeschön für euren Support. So. Hallo, na, Arta, my friend. Okay. Alter, echt jetzt? Komm, Leute. Scheiße, ich brauch CVS. Beste am LRMTV ist, dass er 60 km/h vorwärts fährt. Okay. Oh, okay. 60 km/h vorwärts fährt und langsamer wendet als ein Type 5 Heavy. Ja, und der Wendekreis ist auch fair. Ja, genau. Aber die Lights, die waren jetzt anders krass. Ich ja, dass ihr jetzt seht, das bis zum Schluss überlebt, ist krass. Ich habe zweimal an ihm vorbeigeschossen. Der war auch ein paar Mal da noch offen. Ja, ich habe ihm auch einen habe ich ihm, glaube ich, auch mitgegeben. Dass die zu viert da oben jetzt rumstehen. Und der E75 capt jetzt so einfach Open Field. Jetzt nicht mehr. Das können die noch verlieren, ne? So. Na, du zweifel doch nicht die Kompetenz der Leute an. Doch. Safe zweifle ich. Also der E75 ist gleich tot. Skoda und Emil bleiben hier stehen. Der Garde hat keinen Bock. Das sieht nach einer sicheren Niederlage aus. Mach grad schon den nächsten Tanker ready. Willst du ein bisschen was spotten, dann snipe ich ein bisschen. Sehr gut. Ein paar Feedmods grinden hier, sehr schön. Junge, aber wobei, der Emil hat Chuck Norris vorne drauf als Dekor. Eigentlich kannst du damit nicht verlieren, oder? Oha. Komm, jetzt tötet ihn doch mal. Alter, wie... Junge, der steht direkt, der Even 90 steht direkt da offen und farmt den Emil. Der Garde steht, keine Ahnung, 5 Meter vor dem Even und kriegt ihn nicht, Alter. Oh, jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild. Okay, Even ist down. 6-1. Aber der Light ist noch fast full AP. Der LT Carry, das sagst du. Könnte er. Bis jetzt sonderlich clever haben die sich nicht angestellt. Unser Team alle drei um einen Stein rum.
Oh, jetzt aber. Komm. Wow. Puh, das Kriegen Sie das hin? Ja. Ja, haben Sie. Aber. Ich glaube, du würdest es Clown Fiesta nennen. Das ist wie mit bloßen Händen versuchen, einen Fisch zu fangen. Ja, in richtig trübem Wasser, ohne dass du einen Fisch siehst. Oder? Das ist schön. Ich spiele, glaube ich, erstmal den Standardbusch da vorne links. In der Mitte. Vorne links? Ja, diesen langen da meinst du? Ja, ja. Ja, dann stelle ich mich einfach hinter dich. Dann schreien wir genau. Wir schreien Vive la Baguette. Hier geht's ab. Vive la Baguette! Oui! Und dann geht's ab rückwärts. Ja. Das ist der Schlachtruf der Franzosen. Alle mir nach, ich folge. Tschüss. Krass, man, wie dieser ELC-Ranzkeimling immer ausgebremst wird, wenn man durch so eine Mauer fährt. Ja. Naja, du hast schon mal versucht, mit deinem Rasenmäher so eine Steinmauer zu durchbrechen. Das ist schon nicht so einfach. Ah, jetzt ist er. Der Chat steht jetzt ja auch zwar drin, ich mach trotzdem erstmal was, ja. Oh, da fahren schon Bäume hier. Okay. Drauf, bin ready. Und der ELC. Schön. Pass mal, mir fährt da durchs Offene, ich mach ihn nicht auf, diese Tarnung von diesem Teil. Ja, du kannst einfach in der Buschreihe hin und her fahren, ne? Dann mach ich die ganze Zeit. Vielleicht erwischst du irgendwie eine Lücke, um da zu spotten. Das ist ja auch irgendwie komisch manchmal da an der Ecke, wo du stehst. Unsere Jungs haben auf jeden Fall heftig kassiert, gerade beim Crossen drüben. Dann steht da unten vielleicht einer drin. Kann sein, ne? Der ELC ist da schon wieder oben zugange. Also ich denke mal, dass der M4190 hier unten irgendwo im Bachbett rumgammelt. Ja. Durch ziemlich komplett zurück hinten auf... Oh mein Gott, ich habe übel gepennt. Ja, es geht viel zu schnell jetzt gerade, ne? Ja. Ich versuche die aufzuhalten, dass du da noch so lange reinlöten kannst, wie du willst. Das, wir haben auch oben auf dem Hügel nichts, ne? Oh nein, die fahren da jetzt komplett spazieren, Alter. Leute, die sind schon durchgejodelt. Da ist er. Der Hühnerschrecker. Oha, das wird ja hier eine richtig bittere Nummer. Ich zieh mich noch weiter zurück, du, keine Chance. Beide Schüsse gebounced, nice. Ich fahr nach A4. Ja, ich bleib hier noch kurz stehen und versuch noch für die Leute am Hügel irgendwie hier ein bisschen was aufzuhalten. Jetzt kommt gleich der M4190 zu mir. So, ich muss jetzt auch weg hier. Aber wir können ja vielleicht ein bisschen Seiten... Oh, der Burrask. Unangenehm. Ich kann da auf die Heavys schießen, die an der Ecke langfahren. Jetzt kommt Kanone. Oh nein, jetzt werde ich von beiden gehen. Ach komm. Ja, wieder abgeprallt. Was ist denn das hier für ein... Was ist denn dann? Was stimmt denn mit euch nicht? Alter, er darf jetzt ja... Ach. Nice, ich bin down. Boah. Ja, guck
Guck mal, die Gegner, die fahren einfach drüber. Aber HP-technisch ist es noch gar nicht so... Also die haben schon auch gut dafür geblutet, ne? Ja. Ja, doch. Wir haben den anderen Teil der Karte gewonnen, ne? Was ja so wichtig ist. Alter, ich baller jetzt hier, das gibt's ja nicht da. So, die Sue ist down. Ich da noch weggekommen bin, Alter. Der M41-90. Wilder Typ. Wilder Typ. Oh hier, TNH. No. No, Bliad. Ich stelle mich hier hinten. Kann ich mich hier in diese Heckenreihe reinstellen? Ja, ne? Du lebst noch, ah. Sorry. Weiß nicht, du. Ich probier's einfach mal. Hier, TNH. Ja. Ich sehe nur seine Cupola, ich probier's. Du an sich alles fein, ne? Also. Je öfter die Gegner pieken, desto mehr kassieren sie. Also sollte ich nach A1 fahren? Wir haben gar niemanden dort, ne? Wäre vielleicht nicht verkehrt. Kannst du probieren, ja. Ich fahr mal darüber. Obwohl, IS-3 pusht jetzt hier gerade, da schießen wir mal drauf. Ja, wobei A1 brauchst du auch nicht. Ich hab das hier. Also, ich mach die auf, wenn die hier kommen, dann kannst du immer noch... Solange du da Ziele hast, baller. Ja, ich hab Ziele ohne Ende hier. Nice. Geil, Alter. ~9:5. Okay. Okay. Ich komm mit in die Mitte gejodelt. Zu dir rüber. Und ja. Alter, wir haben die Gegner das denn bitte weggeworfen? Warte, ja. Es war ziemlich blutig. Oh, jetzt kommt hier auch der Projektor. Hat er mich gesehen? Ich jodel den E75, falls du mit rein rammeln möchtest. Ja, er aimt gerade auch nicht. Hat geschossen. Schön. Yes. Oh, ein TS5 fehlt noch. Ja, aber ich weiß, glaube ich, wo der steht. Der hält die K-Linie. Ja. Ja, siehst du? Tatsächlich. Bin gerade gefunden. Ich komme mal drüber. Ich bin Arzt, jetzt von der Reise geschehen. Kunst ist einfach unter der Mauer zu bleiben. Und sich hinter dieser Mauer langstellen. Es steht mit dem Heck zu mir, wilder Typ. Okay. Ja, das hat aber auch keiner kommen sehen, ne? Ich habe die Runde eigentlich schon abgeschrieben. Als ich auch, ja. Über die Mitte waren und als ich von einem Borastro und einem M4190 gejodelt worden bin. Da war ich schon so, okay, ciao. Moin Mobsaw, hallo Screen Picture, hallo Timodin, Grüße, ein wunderschönen. Ist halt gar nicht so einfach, diesen Camp dann auszugraben. Ja. Aber man muss halt dann über die Einserlinie das Kreuzfeuer breit machen, da diese Ruine einnehmen. Dann kann man nämlich die ganzen Leute oben an dem Hügelkamm beschießen. Also man praktisch alles breit machen. Ich würde sagen, das, was uns gerettet hat, ist halt einfach, dass wir zumindest die andere Seite gewonnen haben, ne? So dass wir nicht komplett die Map-Control verloren haben. Ist eine Rolle in der Luft und dann wieder auf dem Ketten landen und einen dreifachen Überschlag praktisch und eine dreifache Rolle auf dem Boden. Mir wurde letztens ein Video bei YouTube vorgeschlagen.
da hat es einer mit dem Sheridan geschafft, ein 720 von der Brücke auf Bergspaß zu machen. Und ist auf den Ketten waagerecht gelandet, hat nur 300 HP verloren und hat weitergespielt. Wild, oder? Alter, das hab ich auch noch nicht. Wir müssen das jetzt hier irgendwie carryen. Wollen wir machen, dass einer in die Mitte fährt und einer in die Büsche fährt, um halt alles zu unterbinden, was dahin fährt? Ich habe kein CVS. Hast du CVS? Ja, ja, auf jeden Fall. Dann lass mich rüber in die Gebüsche fahren. Und du fährst, guckst halt so irgendwie aus der Mitte, dass du die siehst, wenn die da reinfahren. Weißt du, wie ich meine? Ja, manchmal kann man die hier so spotten. Ja. Dieser Shell, das war was, wo ich... Man denkt ja manchmal, man hat schon alles gesehen in World of Tanks, aber das war... Das war noch wilder, ja. Das war neu für mich. Ja. Oh, Sheridan habe ich aufgenommen. Wo ist er unterwegs? Schieß auch mal mit drauf, ganz greedy. Oh nein, zu weit hin. Ja, bitte. Der 100 wird doch sicherlich hier drüben unterwegs sein, ne? Was ist denn? Ich guck erstmal auf ein paar Bäume und dann schau ich. Ah ne, er ist am Hügel! Aha! Maus, ich mach langsam eine Aktion und guck mal. CS oben? Ja, ja, ich muss grad. Ich war gerade gespottet, weil ich Jette geschossen habe, aber er kriegt von mir noch eine. Scheiße, warum Spot? Irgendwas steht da, aber gute Sheridan natürlich, ne? Nein, der T100 Light, er war getrackt und genau in dem Moment, wo ich geschossen habe, ist er wieder losgeführt. Der T100 Light ist völlig wahnsinnig, Alter. Ja, er fährt zum Hügel, ja. Bruder. Warum ist meine Kanone gerade so kacke? Ah, hab ihn! Ah, der Sheridan, der steht da irgendwo. Macht einen ganz, ganz smarten. So wie hier der Pro Ghetto. Okay. Ich lade mal um auf Heat. Ich bin ready für jede Scheiße, die da kommt. Ja. Mir zittern gerade ein bisschen die Knie, weißt du? Ich will hier nicht. Warum? Aufgehen. Ach so. Sally One, vielen Dank für die 5 Monate, Dankeschön. Und Lemi Star, vielen Dank für die 26 Monate, Dankeschön. Der CS hat den Baum da oben jetzt nicht umgelegt, ne? Ich gehe mal davon aus, dass er mich nicht sehen will. He not that smart, sagst du. Mhm. Budget habe ich wieder aufgemacht. Da muss sich der Hügel drum kümmern. Ich bin vor dir drauf. Oh ja, ja, ja. Ich bin jetzt gerade aufgegangen. Das war der Progetto aber. Ja, blutet dafür aber auch böse. Oh Scheiße, wir haben unseren ersten Typen verloren. CS ist getrackt. Ja, ist gut. Der sollte auch nicht mehr zugehen. Nevermind. Hab ihm, glaube ich, nochmal gegeben. Das sollte nicht mehr zugehen. Zack, krieg ich zu. Ja, ja. Warte. Nein. Was macht der da für einen Schlenker? Bruder. Also der Sheridan steht auf jeden Fall da noch irgendwo vor dir. Und die Arti gibt mir 539 für. So, jetzt geht's los. Achtung. Ja. Jato. Da ist der Sheridan. Sherry Boy. Ja. Drauf. Check ihn natürlich noch. Junge, ich hab den auf, was weiß ich, 120 Meter gespottet oder so. Oh mein Gott, da wird gleich so viel aufgehen und platzen da hinten. Zack. Ich hatte jetzt eine HE geladen für die beiden Grillen.
Das ist vielleicht dumm gewesen. Ah, ne. Hi. Lol, da wird gleich so viel aufgehen und platzen. Lol, wie... Hä, der steht direkt vor dir, Bruder. Wie geht das? Die Grille hat mich outspottet. Trotz CVS. Er hatte auch CVS. Er kann er nicht, ist ein TD. War Spaß. Hä? Also ich kann mir legit gerade nicht erklären, wie ich aufging. Ich stehe voll im Busch, bin nicht rangefahren, kam mir die Grille entgegengefahren und ich habe es nicht gemerkt. War das Proxyspot? Der stand so dicht vor dir. Nee, Proxyspot geht nicht mit CVS. Proxyspot ist 65 Ach, Meter oder so. Nicht? Oder 68 Meter mit CVS. Oh. Ja. Ich denke mal, ich war einfach in der Schusslinie von dem Objekt da in der Mitte oder von der Grille oder was auch immer hinter uns. Also ist gar keine Lampe angegangen, sagst du? Nee, ich war sofort einfach tot. Ja, ich denke auch, der hat auf jemand anderen geschossen und ich war gar nicht... Weil ich gehe da nicht auf. No chance. Ich stehe einfach mitten im Busch drin. Kannst du jetzt gönnen, ne? Oh, du machst das so, okay. Musst du, Bruder, musst du. NRV war noch gar nicht offen, ne? Boah, er hat so much fun, Alter. So much fun! So much wow! Hi. Oder was? Hä? Wollte dich. Ja, aber krass. Ich verstehe, manchmal verstehe ich dieses Sichtsystem einfach nicht. Steht da, ich verstehe auch nicht, wie ich den Cherry dann da auf 200 Meter durch die Gebüsche aufmache. Ne, einfach praktisch die Buschreihe runter. Zu der Position, wo er steht, habe ich, wo ich hier stehe, 1, 2, 3, ja, keine Ahnung, 30 Büsche. Ja. Wow, egal. War trotzdem eine gute Runde. Auf jeden Fall, ja. Weiß nicht, was hast du? Ich habe, glaube ich, 8 oder 8K, 9K. Ich habe 6K. Balthasar, vielen Dank für die 18 Monate. Tier 2 Support, Dankeschön. Vielen Dank für das Dankeschön. Also, Doppelreihmetall, easy clap. Easy. Easy clap. Siehst du, du hast die 1,5K, ich habe die 8K Spotting. Perfekt. Das war natürlich... Was? Vor allem drei Lights Top Tier. Ja. Was ist das denn für ein Matchmaking? Junge. Da fehlen eigentlich noch drei Artis. Du. Ja, aber guck dir das an. Achter Gefecht. Ja. Und die einzigen Top Tier sind drei Lights, wollte ich mich verarschen. Und dann so neuner Heavy Platoon, ne? Die praktisch auch Top Tier sind. Ja. Wollen wir beide direkt auf den Hügel rammen? Ja. Siehst du, so ein Bildes. Der Kai, ich kein CVS. Reicht doch, wenn einer von uns beiden CVS hat. Einer muss shooten und einer muss... Du brauchst Lüftung, Optik und... Turbo, Optik und CVS. Guck mal, wie die Karre abzieht. Ich habe entspiegelte Optik, Lüftung, vertikalen Stabilisator, glaube ich. Ich bin jetzt ein EBR-Killer, ne? Topspeed wie ein EBR. So impressive finde ich es jetzt noch nicht. Ich fahre dir davon. Ja. 60, 61, 65, 67, 70, 71. Digga, ich bin hier gerade mit 70, 75. Wo du 65 gesagt hast, bin ich mit 70 den Berg hochgefahren. Nee, das waren die Meter, die du hinter mir bist. Ach so. Komm, das erklärt natürlich einiges. Wer könnte ich ja schon beschießen? Du? Nimm mal den Centurion. Ja. Gott, track. Beide in den Dreck geschossen. Nee, ich habe ihn getrackt. Dann schieße ich doch lieber auf den Conqueror. Zack. Yes.
jetzt auf den Centurion. Gott! Okay, Special, ich schieße doch lieber auf den Conqueror. Okay, auch wieder Dreck. Oh, nice, Boss, Bro. Also noch ein Schlüsselbissel. Alter, wo gehen diese scheiß Schüsse hin? Ach, das ist der Conqueror. Dann auf Radpanzer. Und das ist den Eye Phase 1, den kriegen wir raus. Guck mal, der Centurion, warum? Jetzt wird er beschossen, ey. Nunchi ist so schlecht. Ja. Ich hab nur vorbeigeschossen jetzt. So, ich hab jetzt Gott sei Dank alle meine APCR weg. Sehr schön. Ich gehe hier unten rein, du. Wollen wir es über die andere Flanke spielen? Ach so, ist, guck mal, ist noch kein Gegner Light gespottet. Der, also kein Gegner 10er Light. Ja, wie. Das ist unsere massive Firepower. Hier unten, obvious push, steht einer drin. Ja. So. Ich hab HE drin. Ich hätte. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Hier so die. Du würdest ihn, glaube ich, aufmachen, wenn er wegfährt, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ich weiß, ich sehe gar nicht. Nee. Der hat getroffen. Ganz vorne. Fliegen meine durch? Ist erledigt. Ich muss mal kurz die Katze töten. Meine Güte. Ist das eigentlich mit Ankündigung? Ist das dann schon quasi Mord? Ja, meine Katze, die rennt immer vor Matteo weg, weil der Matteo die immer knebelt und mit seinem Kinderwagen jagt. Der hat auch so ein kleines Bobbycar in der Wohnung und damit rammelt der Katze immer hinterher und die Katze versucht irgendwie in Sicherheit zu kommen. Die freut sich, die Katze, sagst du. Ja, genau. Mit der Katze. Also wollen wir einfach beide wie bekloppt hinten durch den Wald runterkrachen. Einfach damit hier noch ein bisschen Action aufkommt. Ich meine, das Game ist gewonnen, würde ich schätzen. Oder ich mach das. Ich brauche jetzt gerade ein bisschen Action hier. Okay, meine Action war gerade, ich habe von allen kassiert. Wow. Okay. Meine Action getan. Ich fahre einfach lang, auf einmal hat der EWR mich aufgeladen und ich stehe auf dem Dach des EWR. Bin ich offen, die Arte schießt auf ihn und trifft mich. Also meine Action war legit gerade, ich habe von allen kassiert. Auch hier ist ein Wrack vor mir, oh mein Gott. Schön reingejodelt. Das war ein Leitpaarungstanz. Die Arte versenkt sich nochmal, Gratulation. Ich könnte jetzt einen Jump machen auf die Progettos. Ja, ich muss es. Ich muss es. Oh, wünsch mir Glück, wünsch mir Glück, wünsch mir Glück. Wünsch dir Glück. Ich halte ihn dir still. Gepancaked haben wir ihn. Ey, da hinten flieht noch eine Ratte. Nicht mehr lang, du. Ach so, da warte, da fehlt noch ein Telefon. Ich hab die ganze Zeit gewartet, dass hier irgendwo eine Bühne kommt. Irgendwo eine. Hast du gesehen, wie er hieß? Er hieß Beiland. Ach so. Der Progetto. Ich sehe es, Beiland 20, Gamer. Nein, Liz, lass ihn am Leben. Oh. Ich wollte reinkrachen, auf einmal kommt mir ein EBR entgegen, ich hab den gar nicht gesehen. Ich überschlag mich aus irgendeinem Grund, springe in die Luft und auf einmal stehe ich auf dem EBR drauf und er nimmt mich 3 Meter mit. Oh, ey, so hier ich wollte da reinkrachen, auf einmal kriege ich von allen.
Jo, Onkel Fancy, vielen Dank für die 16 Monate. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ja, geiles Matchmaking, was sich Wargaming da ausgedacht hat. Ja, die Runde war top, Mann. 13er Lights gegen 13er Lights. Na, du sagst das. Also wir können Nullerlinie irgendwann durchkrachen, wenn wir uns ein bisschen gedulden. Okay, irgendwelche dummen Bunker abzusitzen, weißt du? Das ist doch geil, Mann. Ich hocke in meinem Bunker, Bunker. Ja. Bin mal gespannt, was am Wochenende dieses RNG Clown Fiesta Event sein wird. Ich habe das Gefühl, dass sich die Leute heute schon darauf vorbereiten. Ich würde jetzt geil finden, wenn jeder Schuss 3000 Schaden macht. Oh Scheiße, ich hab daneben geschossen. Ich auch, aber fuck it. Aber der TR-100 Light steht nicht in dem Busch, ich bin nicht aufgegangen beim Schießen. Verstanden. So wie, Unreal Tournament kennst du nicht mehr, oder? Doch, doch. So, Insta-Jib-mäßig. Das kenne ich nicht dann. Das war halt One-Shot-Kills, so. Ja, naja, wird möglich sein jetzt, ne? Plus, minus 75% RNG. Ja. Dann rollst du mit dem FV4005, was hat man ausgerechnet, irgendwie 3000 kann er rollen oder sowas. Aber er kann auch nur ein Viertel rollen, also 25%. Und da bist du dann bei 400 Damage, ne? 450 oder so. Wow. Manticore rennt. Junge, er ist einfach besser. Warte, ich krieg ihn. Ah, scheiße, das da hinten ist zu tief. Die Kanone ist schon wieder 3 Meter vorbeigeschossen, da. Come on. Wo ist die TR-100 Leitratte? Gut. Gute Question. Ach komm, Alter. Bruder. 430 Uhr ist auch. He lucky. Wollen wir den 430 Uhr einfach jodeln? Das können wir machen, ja. Ich warte auf dich und dann springen wir gleich rein. Ich lade eine Heat. Oh, ich kann gerade schön auf die Grille ja, schießen. Ja, ich sehe es auch gerade. Jetzt lade ich eine HE, das ist ein Fehler. 195, ja, das war ein Fehler. Die HE ist so unzuverlässig, ne? Ja, aber auch gerade auf die Distanz, du, da fliegen die. So, sollen wir jetzt reingehen? Ja, ich kann auf 2684 schießen. Ja, komm rein, nimm deinen Schwung mit. Ich gehe rechts rein, du gehst links rein. Abhaken. Ja, aber wir enden schon hinterm Bunker hier in Sicherheit, ne? Ach so. Ja, ich fahr weiter, du. Ich nehme den Schuss. Ja, hat geschossen. Ja, ich versuche ihn rauszunehmen. Okay, klappt nicht ganz. Danke. Wie smart. He's smart. He pushed me. Oh boy. Hä? Was war denn das schon? Ich mach ihn. Wie schön das war. Ich liebe es, wenn eine Arti platzt. Mhm, toll. So. Wir können auf die Heavys ballern hier. Farm haben wir. Aber die Heavy. Leute, der Superconqueror ist aware oder was? Wir können auf gar nichts ballern, weil die Kanone einfach nichts trifft unter 5 Meter. Das wohl wahr, ja. Ja, der mit seinem 268 wieder für Spiranzchen. Ich mach da den Udus mal auf, ich fahr ein Stück ran. Da so ein scheiß Baum umgelegt, der Tryhard, Mann. Nee, er rennt weg, okay. Schön. Schönes Ding, ja. Das 268 hat ganz schön Angst vor uns, oder? Der ist ein bisschen. Ja, wir können ihn am X rüberladen. Ja, ich hau jetzt erstmal die Grille. Nee. Oh,
Ah, ich weiß übrigens. Ich weiß übrigens, wo der TR-100 leitet. Ah ne, das ist der Manticore. Mhm. Der liegt hier neben mir. Ah, lol, ja. Die Grille hat. Ja, lol, jetzt. Steht der denn? Ich hab das Wrack gar nicht gesehen. Das sieht man nicht. Steht hier vor uns oben drauf. Ist One-Shot. Ich bin. Scheiß auf ihn, ich lass ihn leben, da kann er dann ein bisschen Spaß haben. Wow, der arme X gibt mir. Die Grille ist gerade abgeprallt an mir. An mir nicht, toll. Ja, das ist die gute Rheinmetallpanzerung. Ich weiß gar nicht, wo er abprallen kann. Ja, also ich sag mal so, bis jetzt ist der Rheinmetall-Panzerwagen ein übelster Sieggarant. Absolut, ne? Taylorman, vielen Dank für die 33 Monate, dankeschön. Geht ab, die Kiste. Ich würde auch sagen, Rap kosten Zeit, Mailand. Er hat mir safe versprochen, dass die Grille bounced. Ist sie aber nicht. Mhm. Jetzt sind wir einmal durch mit der Map Rotation. Die hatten wir doch vorhin schon, nicht? Ach nee, das war mit einer anderen Karte. Aber ist machbar gegen 1305 und Sheridan. Ist machbar. Vor allem haben die einen Tankkloppen. Firebeat, vielen Dank für den erstmaligen Twitch Prime Support. Dankeschön. Vielen Dank. LTS, where will you go? Garibaldin haben die auch. Da. Will you spot or damage? All. Everything. Spot and damage. All. Full. Full. Pro. Mehr muss nicht gesagt werden. Full Bro. Die Frage, wir hätten ihn nochmal fragen sollen, was er machen wird. Guck mal hier, er sniped jetzt. Der ist schon nicht dumm, der Typ, ne? Hast du jetzt an seiner Position erkannt, ne? Hey. Ja, mal ein bisschen schwänzeln. Ich meine, das zeugt doch schon mal von Intelligenz und von. So, wenn jetzt von hier, Spielerfreude. Wenn jetzt hier innerhalb. Wenn, Oh. Space Shell ist draußen. Ich bin nicht aufgegangen übrigens beim Schießen. Na! Bist du aufgegangen? Ich bin offen, ja. Okay. How are you? Garibaldin hat sich weggezaubert. Genau, das war das. Das heißt, da steht irgendwo irgendwas. Aber ich bin mir nicht sicher, ob hier gerade was gefallen ist. Oder ob es einfach manchmal so komische Grafikeffekte sind, wo man denkt, da bewegt sich was, aber bewegt sich gar nichts. Soll ich mal hinten Einserlinie durchziehen? Genau. Wollte ich gerade sagen, wir müssen A1 checken und ich denke, dann können wir auch beide einfach unten ranjodeln, wenn wir das wollen. Hey, guck mal, du Spotas Idiots. Irgendwie habe ich das Gefühl, Full Pro, yeah. Yes. Be patient. And Griller, come here. Clown, Alter. Ich glaube, vor mir liegt ein Baum. Da hinten am Hang? Ja. Ich bin aufgegangen. Jo, ich bin auch offen. Ja. Idiots Party, jawohl. Meinst du? Nee, ist nicht am Hang. Nee, der steht da unten in dem. Der steht, glaube ich, hier drin oder so, ne? Was sei? Hier hätte ich jetzt geschätzt. Da liegt ein Baum auf jeden Fall. Siehst du, der Baum liegt genau da. Oder irre ich mich? Ich bin nicht aufgegangen. Ah, da ist er. Siehst du, genau da. Ja, genau da. Ich bin beim Schießen nicht mehr aufgegangen. Ich werde ihm noch eine löten. Cool.
Wow. Er kommt jetzt weg, ohne dass... Lol. Ich klär ihn. Klär ihn. Aber ich habe auch CVS, Bruder. Ja, du, CVS ist doch kein Allheilmittel. Doch. Es gibt ja immer noch Büsche. Jetzt bin ich gespottet. Das ist nicht so gut. Ein Schaf sniped auf mich. Da ist der Shell down. Ach, da ist ja... Ach, diese... Ach, lol. Die stecken sich beide da in die Ecke. Der Tankloppen da. Was ist das? So, Grille, ha? Wärst du mal hier rübergekommen, du Hannes? Jetzt schon 30K gemacht. So, der Amix muss noch sterben. Bitte. Und jetzt kommt Johnny Jodel. Da, guck dir den an. Full Speed, Mann. Muss auch die Haken schlagen können wie ein Profi. Das habe ich gemacht, du. Aber die waren zu gut. Kannst straight in die Buschreihe reinfahren links und du outspottest den FV, wenn der Schaden nicht mehr da ist. Weißt du, muss ich die Artikel klären. Das auch schaffen, ohne alles umzufahren. Ich lade mal schnell eine HE, ne? Ja. 100, wie schnell ist denn der FV weg hier? Ja, der rennt um sein Leben lang. I'm falling back, alles klar. Problem ist Captain, sonst war's nicht. Ja, das hat sich ja richtig gelohnt, die HE-Schelle. Ja. Hat er mich jetzt gesehen? Okay. Jetzt kannst du doppelcappen, dann gewinnt er das auch. Kannst durch, ne? Ich weiß nicht, ob die Grille schon einen Schuss Schaden gemacht hat. Ich glaube eher nicht. Kommt denn jemand zum Doppelcappen? Es macht sogar düd, wenn ich auf Hilfe drücke. Warum kippt der Leopard nicht mit? Digga, ich muss jetzt hier wegrennen. Ich will, dann will ich wenigstens noch ein bisschen Schaden machen. Boah, da kommt Johnny. Johnny, schau, der ist besser als alle anderen. Ich warte darauf, dass die Grille. Der Schar ist ein Gamer. Der VZ, der geht da jetzt rein, ne? Volle Kanne. Der hat überhaupt keinen Respekt. Jetzt stirbt er gleich dafür. Warum hat er keinen Respekt, ist die Frage. Ein Gamer ist. Leo holt sich ihn jetzt. Na, Leo, das ist der Steil hier. Alter! Och, der Leo. Jetzt aber. Jawohl. Tracked. Eine Chance hast du noch, ne? Achtung, Leo rechts, den könntest du nehmen. Ah, oh, warte. Erst verdichte ich sonst. So. Digga, diese Kanone. Jawohl. Hallo! Alter!
Bro, are you fucking... Also ich weiß noch nicht, ob du da schon davon schon gehört hast. Um Gegner zu beschädigen, musst du sie zum einen treffen und zum anderen deren Panzerung durchschlagen. Fresse. Weißt, genau so. Ja, sehr gut. Ja, hast du schon mal von gehört. Ich sehe es. Jawohl, klappt doch. Hier. Batman, vielen Dank für den erstmal den Twitch Prime Support und Tor K. Vielen Dank für die 17 Monate. Hast du gesehen, wo die Grille stand? Die stand die ganze Zeit auf J5 und hat versucht, gegen die City Heavies zu kämpfen. Oh, ich glaube, er hat Einschussschaden gemacht. Ah, Narf. Tor K, vielen Dank für die 17 Monate. Jackie, vielen Dank für die 29 Monate. Und Dr. Feelgood, vielen Dank für die 12 Monate. Dankeschön. Junge. Die Grille. BOT Amici Romani. Oh.